Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich sitze gerade noch im Uber und wir sind auf dem Weg zum Stadion. Leider ein bisschen zu spät. Ich hätte es eigentlich vorher wissen müssen. Ja, meine Frau hat sich noch vorher fertig gemacht und zwar geht das Spiel um 19 Uhr los und jetzt haben wir gerade 6.30 Uhr und in 13 Minuten sind wir dann auch endlich da. Heute Freitagabend ist natürlich Feierabendverkehr. Spiel kommen und zwar gehen wir heute zu Querétaro, den Gallos Blancos gegen Cruz Azul. Cruz Azul ist so die drittgrößte Mannschaft aus Mexico City, würde ich mal sagen. Die größte ist Club America, dann haben wir die Pumas und dann haben wir Cruz Azul. Die haben aber auch eine sehr große Fanbase. Wenn wir schon bei den Fans sind, will ich mal sagen, wie wir die Tickets bekommen haben. Und zwar geht das neuerdings hier in Querétaro nur mit so einer Fan-ID. Also das, was wir in Deutschland eigentlich nicht haben wollen, ist vorher schon seine Daten eingeben, wenn man die Tickets kauft. Heißt mit so einer Gesichtsscannung und man muss seinen Pass einscannen, sonst kommt man nicht ins Stadion. Das hat aber auch damit zu tun, dass vor 2 Jahren ein paar Ausstreitungen in Querétaro gab gegen Atlas. Daraufhin durften dann 1 Jahr keine Zuschauer mehr ins Stadion, Leute. Das Ganze war nicht nur von der organisierten Fanszene von Querétaro, sondern es waren halt auch normale Leute mit einem Trikot, die halt ein bisschen zu viel getrunken haben. Und ja, die haben die gegnerischen Fans dann teilweise sogar ja, nackt ausgezogen. Es waren wirklich grausame Szenen, die da damals stattgefunden haben. Und wir können noch mal kurz, solange wir noch im Stau sind, zu der Fanszene kommen. Also die Gallos Blancos, die haben natürlich auch Ultras und so weiter. Die sind jetzt aber nicht so groß wie die größten, wie jetzt zum Beispiel Pumas oder die Tigres. Also die haben jetzt nicht so einen krass koordinierten Support. Ich war schon mal beim Spiel gewesen. Es ist so eine mittelklassige Mannschaft, die Gallos Blancos. Und deswegen waren auch sehr viele Leute überrascht, dass es damals zur Ausschreitung gekommen ist, weil es eigentlich eine sehr ruhige Stadt hier ist, also eine sehr familiäre Stadt. Ja, es hat die meisten Leute hier in Mexiko geschockt eigentlich, was hier damals passiert ist. Und deswegen dürfen jetzt auch ins Stadion keine organisierten Fans mehr kommen. La Barras heißen die. Barras, right? La Barras. Weil auch die nächste WM unter anderem in Mexiko stattfindet. Das hat damit auch ein bisschen zu tun. Die mexikanische Politik ist halt da extrem dahinter, dass da nichts passiert, dass die WM Mexiko nicht mehr weggenommen wird, obwohl Querétaro gar kein Standort ist, sondern nur Mexico City, Monterrey und Guadalajara, da wo die Chivas sind. Und ich würde sagen, wir sehen uns im Stadion am Eingang. Nämlich will ich euch noch eine kleine Geschichte erzählen zu den Stadion. Das war nämlich das WM-Stadion von 1986, aber ich würde sagen, das erzähle ich euch im Stadion. Angekommen und hier ist das Stadion. Da vorne, jetzt müssen wir nur irgendwie rüberlaufen. Oh. Willkommen in Mexiko, Leute. Boah. 10 Minuten haben wir noch. Ich wollte euch nämlich noch die Anfangszeremonie zeigen. Da singen die nämlich immer bei allen mexikanischen Spielen die mexikanische Hymne. Das wollte ich euch eigentlich noch zeigen. Mal schauen und vielleicht können wir uns noch einen Schal kaufen. Wir sind natürlich für die Gallos und ich bin auch ein kleiner Puma-Fan. Deswegen bin ich nicht so ein Freund von Cruz Azul, muss ich sagen. Deswegen gehen wir auf jeden Fall mit den Gallos Blancos heute. Genau, lasst uns mal rüber schauen. Oh mein Gott. Ah, schau mal da vorne. Der Sonnenuntergang, richtig schön. Mal schauen, was sie verkaufen hier. Ah, nice, nice, nice. Quanto costa, Senor? Si? Quanto costa? 250, haben wir jetzt uns einen Schal gekauft. Cruz Azul ist einmal der Club bei den Blau, aber wir gehen mit den Gallos Blancos. Ich muss hier irgendwas anziehen, ne? Muss hier irgendwas anziehen. Und 10 Pesitos? 10 Pesitos, ja. Könnt ihr sehen, genau. Da werden auch noch Sachen verkauft und es gibt euch mal diese wunderschöne Aussicht auf Querétaro. Wow! Das schaut so nice aus. Wunderschön. Und genau, hier geht es zum Eingang. Also ihr könnt sehen, die Mexikaner kommen sehr spät ins Stadion, ja. Polizei auch am Start. Fantrennung ist hier gar nichts. Ne? Das sind alle mit allen gleichen Trikots. Cruz Azul-Fans, Querétaro-Fans. Hey, alle gemischt. Hier könnt ihr sehen, da gibt es so viele Sachen. Das ist auch geil. Hier so alte Oldschool-Jerseys. Hello. Hier. Also, schau mal, wo es reingeht. Und sehr viele Sachen auch von Cruz Azul, die hier verkauft werden. Ne? Hier auch andere Clubs. Boah, aber ich habe einen geilen Schal, ja? Sehr, sehr cool, Leute. Die Jacken sind auch geil. Hier, 1000 Sachen. Und wir sind da hinten am Eingang. Hier könnt ihr sehen, Toleranz, hier steht da drauf, wegen der Sache, die hier vorher passiert ist, ja? Wenn ein Schal passt,
Kann ich dann auch in Berlin entspannt mal tragen, bei schlechtem Wetter. Die Trennung sieht hier komplett anders wie bei uns in Deutschland aus. Hier sind alle Fangruppen komplett gemischt, ob jetzt Cruz Azul oder Gallos Blancos. Alles komplett gemischt, aber wahrscheinlich, weil die Ultras auch nicht mehr im Stadion sind. Ob die Ultras von Cruz Azul im Stadion sind, das werden wir dann drin sehen. Das weiß ich auch nicht, aber jetzt gerade ist hier alles gemischt, auch sehr familiär, muss man sagen. Also da hat sich jetzt keine Angst, dass jemand den Schal oder so wegzieht. Und ja, eigentlich auch sehr wenig Polizei für deutsche Verhältnisse. Die stehen da vorne rum und chillen alle am Handy ein bisschen rum, die Polizisten. Ja? Oder essen Eis sogar. Ich würde sagen, wir sehen uns dann drinnen hier nochmal. Das schaut so wunderschön aus mit dem Sonnenuntergang. Hier, da könnt ihr sehen, Toleranz hier. Wegen der Sache, die passiert ist. Und ich komme nochmal in der Halbzeit zu sprechen, warum dieses Stadion so besonders ist für den deutschen Fußball. Ja, hier könnt ihr sehen, ein bisschen vereinzelt Polizei am Start, aber jetzt wirklich nicht so in Massen. Schlange an, das ist ja heftig. Hier, gebt euch mal. Alter, bis da vorne ist die Schlange, um reinzukommen, und in 5 Minuten geht das Spiel los. Hier. Oder in 4 Minuten, also deutsche Zeit. Ne? Es ist sehr heftig, Leute. Aber unsere Kollegen sind hier irgendwo schon in der Schlange. Deswegen schauen wir mal, wo die sind. Ja? Alle stürmen nach vorne. Eine Linie, und jetzt rennt einfach jeder rein oder so. Ja, da siehst du halt, es ist halt, hat auch mit diesen, boah, der ist so laut, das hat auch wirklich mit diesen personalisierten Tickets zu tun, weil du halt irgendwie Pass zeigen musst und so, das ist halt das Problem halt an der Geschichte. Aber ja, nachts, wir schauen mal, dass wir so schnell wie es geht, dass reinkommen, dass wir wenigstens noch ein bisschen was sehen. Ja, aber ja, lasst uns reinschauen, Leute. Hier gibt es sehen, die Polizei, jetzt lassen die irgendwie alle Leute auf einmal rein. Und ich glaube auch, die Kamerasicht ist besser. Ich habe die nur jetzt geändert am Anfang, weil es in der Nacht ist es immer ein bisschen ein Problem mit Weitwinkel. Musst du mit Blitz arbeiten. Ja, Leute, nächstes Mal komme ich auf jeden Fall früher. So, jetzt bist du halt dann 20 Minuten später drin, denke ich mal. Das siehst du jetzt hier, das ist alles ein bisschen unkoordiniert. Und um reinzukommen, das dauert Ewigkeiten. Ne? Das ist jetzt ein bisschen das Problem und jeder drängelt sich auch ein bisschen einfach vor. Mit denen ich hier im Stadion bin, hier Gerretaro, Luja, Sempre. Die Fan-ID alle vorzeigen und so, wie das hier ausschaut. Fan-ID? Also Fan-ID, da hättest du auch einfach irgendwo, also die haben dann nur drauf geschaut, ob du das Bild hast und das war's, also hättest du auch fälschen können. Ne? So viel dazu, da musst du keinen Pass und so zeigen. Ich hätte jetzt auch einen Screenshot machen können von irgendeinem Mexikaner und hätte es einfach vorgezeigt, das war's. Ne? Und die Kontrollen sind auch sehr lasch, muss man sagen. Also ich weiß nicht, wie es mit Pyro hier ausschaut, aber es könnt ihr ja locker mit reinbringen. Locker. Die greifen den nicht mal unter die Eier, Alter. Ja? So, Leute, und jetzt geht's rein in den Tempel. Buenos Aires. So. Der Block ist. Sehr viele Leute kommen zu spät ins Stadion. Die hätten auch ein bisschen warten können. So. Verkehr, klar, Freitagabend und so. Und ja, jetzt schauen wir mal, wo unser Block ist. Ah, ich sehe, warte mal. Krass. Da musst du nochmal durch. Ah, okay. Heftig, okay. Nochmal ein Eingang jetzt hier. Ah, noch ein Eingang. Oh, Tor, 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 Leute. Erste schon verpasst, Alter. Erste schon verpasst, Leute. Wurdest du nochmal kontrolliert und da haben die nochmal nachgefragt nach Fantrennung, von welchem Fan ihr seid. Jetzt hier nochmal. Und ich glaube, ist schon ein Tor gefallen. Lass uns jetzt mal reingehen. Genau. Das meine ich, das Stadion ist so oldschool. Machen wir dann gleich nochmal eine Halbzeitanalyse. Von 1986 Weltmeisterschaft hier in Gerretaro, Leute. Das ist ein reines Game, hier reinzukommen. Ich ergebe euch mal. Wow. Da unten geht's schon ab. Ich liebe Fußball, Leute. It's all about Football. 2-0. Die sind auch schon am Rennen. Und ich glaube, ist sehr gefülltes Stadion. Ist sehr, 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 sehr gefüllt. Boah, das ist ja mal geil, Alter. Boah. Hier, gebt euch mal. Wir sind drin. Ist aber sehr wenig besucht hier. Wow. Heftig. Mexikanisches Stadion, Leute. So, wir schauen mal. Aber ihr könnt sehen, hier ist ja keine Stimmung mehr. Normalerweise sind unten die Ultras. Hier alles gemischt. Ne? Wie man sieht, das sind Cruz Azul-Fans, Gerretaro-Fans, alles gemischt hier. Wow.
Und es ist halt keine Stimmung. Normalerweise sind hier die Ultras von Querétaro. Es sind keine da. Und hier drüben sind die Gästefans und da schaut es auch sehr mau aus. Ja? Da hat die ganze Militär sitzt dort drüben, Alter. Gebt euch mal, da hat das ganze halbe Militär dort. Und da ist eigentlich der Gästeblock, aber ihr seht, das ist alles gemischt leider. Ja? Bier geschenkt bekommen und es geht's ab gleich. Gracias, gracias. So, war nichts. Und zwar ist Alkohol erlaubt, für die Mexikaner sehr wichtig, aber es ist keine Stimmung mehr, weil die Ultras nicht mehr im Stadion erlaubt sind. Das macht sich jetzt hier auch bespürbar. Das heißt, es ist absolut keine Stimmung. Und ihr hört, Azul ist von Cruz Azul. Ihr könnt sehen, sehr viele Cruz Azul-Fans hier. Weil die haben schon eine krasse Fanbase auch. Und die Gallos Blancos, die Ultras sind ja nicht mehr erlaubt, die kommen halt nicht mehr ins Stadion. Oder wie der Kollege hier, und die setzen sich halt einfach nur hin so. Das ist halt ein bisschen schade. Aber ja, deswegen fast keine Stimmung. Ein Bierchen kostet 120, Leute, ja? Ja, schon mal, Cerveza, ja? Cerveza, Cerveza. Ja, geil, Leute, aber es ist halt echt so, wir sind mehr Auswärtsfans hier im Stadion, das merkt man auch. Ne? Alter, wie geil ist das denn, ja? Hier könnt ihr hören, das ganze Stadion schreit Azul, ja, also das ist, hier, für Cruz Azul. Und mal schauen, was die Mexikaner, wir kommen auch mal ein bisschen zum Fußball. Bei den Vereinen, also bei den, die Weißen sind Gallos Blancos und hier hat mal Ronaldinho gespielt, ja. Vor Jahren, es war glaube ich 2015, wenn ich mich nicht schätze, ja. Da geht es sehr viel um Essen hier auch, ne? So, jetzt mal ein Angriff. Also Cruz Azul spielt leicht besser, muss man sagen. Ja, das sind die blauen Hul. Tja, es sind so viel Bier verkauft und... Oh! Und. Ultras for the fight, 5 Mayo. Ja, bevor er ist ein Kollege von mir, er kann nicht so gut Englisch. Er ist hier bei den Ultras von Querétaro, hier auch mit Tattoo. Und es ist halt schade, weil die hatten eine echt eine geile Stimmung hier. Und jetzt ist die Gruppe halt, ist halt nicht mehr hier, der ist nur Ultras, right? In der Stadium. No Ultras, 5 years. 5 years? Here. 5 years? 5 Jahre sind keine Ultras mehr im Stadion, müsst ihr euch mal geben, ne? No Ultras. Der, deswegen geht er auch zivil so. Das war you civil, right? In Mexico Jersey, no Gallos Blancos, ja. Yeah. Ja, Leute, ist schade. Genau, der war hier bei den Ultras dabei auch. Und ja, viele haben Stadionverbot und so weiter. Ist halt schade, weil die hatten jetzt nicht so eine große Fangruppe, aber es war besser, als es jetzt war so. Ne? Also, so kann man in Deutschland vergleichen, so wie Mainz, würde ich mal sagen, ja. Ihr könnt es hören, Leute. Also die Leute sind schon ein bisschen sehr, sehr verzweifelt. Germany is much repression. There's a lot of repression in Germany also. But look, I always tell to the people in Germany. Ah, como estás? Bien. Hola. Hola. In Alemania, there's no Messi, there's no Ronaldo, but we have ultras. We have the fan atmosphere, you know. Nur Cruz Azul-Fans. Ist crazy, Leute, ja. So, Freistoß, Leute. Cruz Azul. Ich habe jetzt übersetzen lassen, wir haben in Deutschland kein Messi, kein Ronaldo. Da geht es nicht so um guten Fußball. Es geht bei uns viel um die Fankultur. Und alle Mexikaner, ich schwöre es euch, die sagen, ey, in Deutschland, ihr habt so viel Glück wegen der Fankultur. Und das macht mich auch ein bisschen stolz so, ja. Weil du gehst ins deutsche Stadion und du hast halt immer eine geile Stimmung, auch bei kleineren Teams in der, was ich, zweite Liga. Das ganze Stadion ist aufgestanden. Es sind nur Auswärtsfans hier. Und was ich halt so schade finde, das hat, ist so dumm. Der Typ wollte hinten feiern und da ist gleich ein Polizist gekommen, hat gemeint, nee, geh runter. Hier nicht ausstehen und so, ist nicht mehr erlaubt, weil hier, was hier vor einem Jahr passiert ist. Und so machst du es halt noch viel schlimmer, weil
damit stirbt halt hier die Stimmung und es wird wie ein Baseballspiel. Ja? So, deswegen ist es nicht cool so. Ja? Deswegen ist es nicht cool, Leute. Ja? Hier könnt ihr sehen, wenn halt einer anfängt zu stehen, steht halt auch jeder. Und so soll es eigentlich auch sein, so halt. Ne? Jetzt hat er ein bisschen Stimmung. Leute, 3:1. 3:1. Aber es sind nur Heimfans hier, das ist krass. Nur Heimfans. Jetzt könnt ihr es ein bisschen sehen hier. Bier ist am Start, ja. Und da sind ein paar Fights am Start. Hier, Galios Blanco-Fan wird abgeschleppt. Ihr könnt sehen, also es geht schon ab so, es ist halt nicht wie Baseball, aber es ist halt nichts mehr erlaubt hier. Schaut mal, da sind die Bierchen hier und eins kostet, quanto es? Uno? 120 Pesos. 120 Pesos. Eins. Buenas tardes, señor. Schau mal, hier sind sehr viele Leute von Cruz Azul am Start. Ja. Also, ich nehme jetzt mal eins. Ich muss es hochtragen, Leute. Also, wir hören uns. Könnt ihr sehen, Ronaldinho hat mal hier gespielt. Tja, krass, Ronaldinho. Gracias. Da habe ich ihn mal getroffen. Por qué, Wolfsburg? Por qué? Me gusta el equipo. Me gusta Wolfsburg? Ah, okay. Okay. Krass, Leute, schon mal mit Wolfsburg-Trikot getroffen, Alter. Der sticht halt ja voll draus. Okay, muchas gracias, eh? But this is not Stadion in Alemania, no grande. It's because of Volkswagen. Okay. Yeah. Mucho gusto, ja. Yeah. Ja, geil, Leute. Mucho gusto. Oh, ja. Yeah. Take care, take care. Ja, Leute, Halbzeitpause. Jetzt hier. Und ja, die Stimmung, es sind sehr viele Auswärtsfans da, ne? Wirklich sehr viele. Das ist krass, wie viele Auswärtsfans hier sind. Von den Galio Blancos Fans sind da fast keine mehr da, weil halt einfach alles nicht mehr erlaubt ist halt, ne? Die USA schon viel, hier gibt euch mal das hier zum Beispiel, so Sponsoring und so, Halbzeitshow, ist halt, ist schon sehr viel wie in den USA, muss man sagen halt, ne? Also hat schon sehr MLS-Charakter, ne? Schau mal, er hat auch ein Tattoo hier, also sind schon richtige Hardcore-Fans. Cruz Azul hier. Was geht ab? Cruz Azul. Ganz kurz was sagen, ne? Bezüglich der WM 1986. Die hat nämlich hier stattgefunden, ne? Und das Besondere ist, dass Deutschland, also Westdeutschland damals noch, alle seine drei Gruppenspiele hier in Querétaro gespielt hat. Ja? 1986, Deutschland ist ins Finale eingezogen, damals im Aztekenstadion, aber die drei Gruppenspiele haben hier stattgefunden. Und wer war Trainer? Franz Beckenbauer, der jetzt kürzlich erst verstorben ist, rest in peace. Und genau, der war damals der Trainer und es hat sich seitdem wirklich fast nichts geändert. Also es ist wirklich noch fast so wie 1986. Gebt euch mal hier zum Beispiel keine Leinwand. Aber da ist nur eine Leinwand zum Beispiel hier. Und da sieht man zum Beispiel jetzt auch nicht, wie viel steht oder so. Also noch sehr, 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 sehr oldschool gehalten. Ne? Und da hier nicht die WM 2026 stattfindet, wird halt hier auch nichts gemacht. Und das finde ich sehr, sehr cool. Also richtig oldschool
Stadion hier mit damals, Grüße gehen raus, Lothar Matthäus, die Nummer 10 für Deutschland hier. Genau, hier hat Westdeutschland damals gespielt, Leute. Und ich würde sagen, das war's jetzt auch von unserem kleinen Vlog hier. So ist das Stadionerlebnis hier in Mexiko. Also, es war mal besser. Ich war schon zweimal hier und natürlich mit der Situation, mit den Fans, die hier passiert ist, ist ja fast keine Stimmung mehr. Es ist natürlich schade, 5 Jahre sind die Ultras gebannt. Ja, wie mein Kollege, der geht jetzt hier hin und ja, trinkt ein paar Bier. Und damals ist er hier richtig abgegangen. Deswegen, Leute, ja. Hoffentlich wird es mal wieder besser. Es war bei uns ja auch so mit der WM 2006, dass da viel Veränderung kam und so ist es jetzt in Mexiko halt. Die haben natürlich Angst, dass die WM 2006 weggenommen wird, falls hier irgendwas passiert, ja. Weil hier wird schon sehr viel gesoffen und ja, aber es gibt da keinen organisierten Support mehr, was schade ist. Und ich hoffe, dass sowas nicht niemals in Deutschland, dass sowas niemals passiert, ja. Also das war's. Ciao aus Gerretaro hier nochmal. Ich danke fürs Zuschauen, lasst ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Video, Leute.